du Börsenfuzzi, dich meine ich. Ja, dich meine ich. Hier spricht der Börsengott zu dir. Ich habe gehört, du bist an der Börse aktiv. Ich habe gehört, du kaufst Aktien, ETFs und Zertifikate. Meinst du, du machst alles richtig? Du machst also keinen Fehler. Ich glaube das schon, denn ich beobachte dich schon eine ganze Weile. Hast du Corona am Anfang nicht unterschätzt? Hast du nicht letztens eine Aktie verkauft? War das nicht Amazon? Ist die nicht, nachdem du sie verkauft hast, gestiegen? Siehst du, das war ein Fehler. Und was war mit Apple? Da bist du nicht eingestiegen. War dir wohl nicht billig genug, du Geizkragen. War wieder ein Fehler. Die ist dann gestiegen. Du hast doch auch eine Volkswagen im Depot. Warum bist du nicht im April bei 245 Euro ausgestiegen? Na, war wohl ein Fehler. Denn jetzt ist sie wohl 10% gefallen. Da warst du wohl zu langsam, du Schnecke. Und heute sind da nicht auch wieder Aktien gestiegen? Warum hast du sie nicht alle gestern gekauft? Fehler. Und die ganzen Aktien, die seit letzter Woche gestiegen sind, na, die hast du wohl auch nicht gekauft. Oh Mann. Fehler, Fehler, Fehler. Was machst du da überhaupt auf dem Stuhl? Du machst ja nur Fehler. Jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Ein Wunder, dass du am Ende des Jahres trotzdem mit einem Plus im Depot dastehst. Eine Frechheit. Du kannst ja gar nichts. Da hast du vor Jahren kein Bitcoin, keine Tesla oder Microsoft gekauft. Fehler, Fehler, Fehler. Geh, erheb dich und verlass den Rechner. Einer wie du, der nur Fehler macht, der hat hier nichts zu suchen. Geh und lass dich nie wieder blicken. So, geht doch. Mann, 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 mit was für Leuten man sich hier rumschlagen muss. Selbst dieser Buffett geht mir auf den Keks. Der hat doch tatsächlich die Kryptowährung unterschätzt. Den packe ich mir jetzt. So, ich habe mich dann doch wieder auf diesen Stuhl getraut. Was wollte der Börsengott mir bloß sagen? Dass ich Fehler mache? Naja, er hat schon irgendwie recht. Fehler macht man, und zwar jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Eigentlich immer. Warum eigentlich? Naja, wenn man keine Fehler machen würde, dann würde man jede Aktie perfekt nach den Charts handeln. Also bevor sie steigt, müsste man sie kaufen und bevor sie fällt, egal ob auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis, man müsste sie rechtzeitig verkaufen. Alles andere wäre ein Fehler. Das Problem bei der Sache ist nur, man kann nicht so perfekt handeln. Woher soll man wissen, dass die Aktie gleich um 1% fällt oder dass sie nächste Woche ohne zu korrigieren steigt? Weil selbst die Korrektur nicht zu handeln, kann als Fehler angesehen werden. Das alles kann man nicht zu 100% wissen. Wenn man nach einem fetten Gewinn aus einer Aktie aussteigt, kann es ein Fehler sein, wenn sie anschließend weiter steigt. Dann hat man schon wieder einen Fehler gemacht, da die Aktie ja weitere Gewinne eingebracht hätte. Man sieht es als falsche Entscheidung an, obwohl man mit der Aktie eine schöne Rendite erzielt hat. Egal was man macht es falsch. Fehler sind halt an der Tagesordnung. Und jeder, der an der Börse agiert, sollte klar sein, dass man die Werte nicht perfekt handeln kann. Man erwischt halt nicht die optimalen Einstiegspunkte und trifft auch nicht die Höchststände, worüber die Aktie niemals mehr gehen wird. Theoretisch sind das alles Fehler, wenn man Performance liegen lässt. Aber die sind nicht schlimm. Wirklich schlimm wird es erst, wenn man sich darüber Gedanken macht. Wenn man sich ärgert, zu früh Geh- oder Verkauf zu haben. Das sollte man nicht tun.
Wenn man etwas kauft oder verkauft, dann ist das unsere Entscheidung. Und dazu sollte man auch stehen, egal ob ein Wert dann noch weiterläuft. Man wird nie die perfekten Ein- und Ausstiegspunkte finden. Auch wenn man bei Aktien nicht dabei ist, die rasant steigen und über viele Jahre zu Dentenbäcker werden, also um das Zehnfache steigen. Natürlich ist es ein Fehler, nicht dabei zu sein. Schließlich verpasst man hier riesige Gewinne. Einfach Mund abwischen und sagen, ja, Chance verpasst, weiter geht's. Diese Chance habe ich halt nicht mitgenommen oder erkannt. So ist das halt an der Börse. Zum einen muss man sehen, dass man nicht auf jeder Hochzeit tanzen kann. Es gibt tausende Firmen. Glaubt man nicht, dass ihr überall dabei sein könnt. Man kann nicht alle Aktien kaufen und man kann auch nicht überall mitspielen. Zum anderen habt ihr auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Einmal, weil kaum einer auf dieser Welt über so viel Mittel verfügt, um wirklich in alle Aktien einzusteigen. Und dann habt ihr gar nicht die Zeit, um wirklich alle Aktien, und ich spreche hier von tausenden Firmen, zu analysieren und euch das nötige Wissen über die Werte anzueignen, um dann die Superchance frühzeitig zu erkennen. Das klappt halt mal, aber oftmals nicht. Man kann nur punktuell bei Werten ansetzen, die interessant klingen, sich dann über diese Firma informieren und überlegen, ob man zuschlägt. Dann seid ihr aber noch weit davon entfernt, diese Aktie am Tiefpunkt zu erwischen. Wenn man das schafft, dann ist das meistens Glück. Schafft ihr das nicht, dann ist das in Wahrheit kein wirklicher Fehler. Was ist überhaupt ein Fehler? Ist eine verpasste Chance oder ein zu früher Ausstieg ein Fehler? Nicht wirklich. In manchen Augen ja, aber das muss ja nicht eure Ansicht sein. Klar, viele Aktionäre haben zum Beispiel bei Amazon bei $2000 verkauft, nachdem sie 500 oder 1000 oder mehr Prozent gemacht haben. Es war dahin ein Fehler, dass es zu früh war, weil sie dann doch bis auf $3500 gestiegen ist. Man muss auch mal mit dem Erreichten zufrieden sein und nicht dem Hinterherschauen, was man noch hätte erreichen können. Ihr habt dann halt entschieden zu verkaufen und Gewinne zu sichern. Es heißt ja auch nicht, dass man nicht woanders Geld verdienen kann. Schließlich hat man wahrscheinlich mit dem Geld auch was anderes gemacht und in Werte investiert, die womöglich ebenfalls gut gelaufen sind. Und was wäre gewesen, wenn man nicht ausgestiegen wäre? Und der Kurs wäre nach unten gegangen? Dann ist es wieder ein Fehler, nicht auszusteigen. Ihr seht schon, Fehler kann man unendlich viele machen. Man darf nur nicht den verpassten Chancen hinterherheulen. Schaut auf euch, auf eure Entscheidung und seid zufrieden mit dem, was ihr erreicht. Schaut nicht nach hinten, ihr könnt sowieso nichts mehr ändern. Blickt lieber nach vorne und sucht neue Chancen. Im Leben verpasst ihr auch viele Chancen. Hättet ihr mal beim Lotto die richtigen Zahlen getippt? Es war ein Fehler gewesen, eure Zahlen zu nehmen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Schaut einfach nach vorne, was passiert ist, ist passiert. Und was ihr entschieden habt, habt ihr entschieden. Das Hinterherjammern hat noch nie etwas gebracht. Ihr könnt zwar aus Fehlern lernen, mehr aber auch nicht. Also, wenn sich etwas im Nachhinein als Fehler herausstellt, dann grübelt nicht tagelang darüber nach. Und vor allem ärgert euch nicht darüber. Ihr verpasst täglich hunderte von tollen Chancen. Solange ihr nicht darüber nachdenkt, stören sie euch auch nicht. Arbeitet an euer Wissen und lernt aus der Vergangenheit, damit ihr es in der Zukunft besser macht. Dann kann es euch auch egal sein, was der Börsengott zu euch sagt. Der macht bestimmt auch genügend Fehler. Einer davon war, mich von meinem Stuhl zu jagen. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!